Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghuhn. Wir fangen heute mal ein bisschen anders an, und zwar haben wir eine Zuschrift bekommen. Wir wurden gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Roubaix und dem Diverge? Und genau in diesem Video soll es darum gehen. Ihr seht hier neben mir das Diverge Comp Smart Welt. Das ist das Modell von 2015, das ich seit 2015 fahre, also immerhin jetzt schon 5 Jahre. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Frage. Und zwar wird hier geschrieben: Hallo Berghuhn-Team, ich bin auf euren Bericht und Vergleich von Specialized Roubaix und Diverge Expert gestoßen und habe den mit Interesse gelesen. Mein nächstes Bike wird hoffentlich, falls ich eins finde, entweder ein Roubaix Comp oder ein Diverge Comp. 2019 oder 2020er Modell, wegen der Geometrie. Und ich bin mir nicht sicher, ob ein Diverge oder ein Roubaix. Deswegen schreibe ich spontan ein paar Fragen. Vielleicht könnt ihr mir bezüglich der Fahrradwahl einen Rat geben, aufgrund eurer Erfahrung. Ich möchte ein Rad, in dem ich auf Straße, Waldwegen und unebenem Terrain sportlich unterwegs sein kann. Der Fokus soll hier entweder beim einen noch beim anderen liegen, wenn ich aber wählen müsste, dann lieber in der Natur. Radreisen will ich unternehmen, aber auch mal Berge hochfahren. Frage Nummer 2. Habt ihr Erfahrung mit elektronischer Gangschaltung, speziell Ultegra DI2? Die Bikes gibt es ja in verschiedenen Ausführungen und ich hätte da die Wahl zum Beispiel zwischen der mechanischen Ultegra RX 800 mit der DI2. Meine Sorge ist bei der elektronischen wegen Radreisen und so. Da wüsste ich nicht genau, ob ich die reparieren kann, wenn was spinnt. Habt ihr noch spezielle Erfahrungen oder Empfehlungen zur Gangschaltung für diese Bikes? Oh, ich glaube, jetzt muss ich erstmal Stopp machen, weil es kommen noch viel mehr weitere Fragen. Also, fangen wir doch mal mit der ersten Frage an. Ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Roubaix und dem Diverge? Also, das ist das Diverge, das habe ich ja schon vorher gesagt, das Modell von 2015. Jetzt lege ich mal das hier weg. Was ist hier die Besonderheit an dem Bike? Das war die erste Generation Gravel Bike. Das hat sich noch mehr an dem Roubaix orientiert, von der Geometrie her. Es hat ein niedrigeres Tretlager als ein normales Rennrad. Der Radstand ist ein bisschen anders und die Geometrie auch leicht. Es sind keine riesengroßen Unterschiede. Was aber wirkliche Unterschiede sind, ist einfach die Reifenfreiheit. Hier passen immerhin schon bis zu 35 mm Reifen rein. Aus heutiger Sicht würde man sagen, für ein Gravelbike relativ wenig, aber es war die erste Generation und wesentlich mehr als damals üblich war, zum Beispiel bei einem Rennrad. Aber der Unterschied ist eben nicht nur, dass mehr Reifenfreiheit ist, sondern auch die Geometrie sehr entspannt. Man sieht es jetzt hier oben, der Vorbau ist sehr aufrecht, das bedeutet, man kann damit sehr entspannt fahren. Man ist nicht so gestreckt drauf wie zum Beispiel bei dem Roubaix. Das Roubaix ist ein klassisches Rennrad, allerdings mit Endurance-Geometrie. Das heißt, man sitzt schon aufrechter als auf einem wirklichen Rennrad, wo man sagen würde, reines Straßenrad, sowas wie das Tarmac. Das wäre von Specialized ein sehr sportliches Rad, aber es ist wirklich nur was für die Straße. Das Roubaix ist auch ein Straßenrennrad, allerdings mit einer Endurance-Geometrie. Das ist der Unterschied. Das Diverge wiederum ist schon mehr Richtung Offroad unterwegs. Damals hat Specialized gesagt, so 20% Offroad mit dem Rad und 80% Straße sei optimal. Würde ich sagen, passt ungefähr. Allerdings würde ich es einschränken und sagen, nur wenn die Wege wirklich gut sind, die Offroad-Wege. Wenn es sehr holprig ist, dann wird es unangenehm. Vor allen Dingen, es fehlt noch das, was das aktuelle Modell hat, nämlich dieses Future Shock, sprich diese Lenkkopfdämpfung, die gibt es hier nicht. Das Einzige, was bei diesem Modell damals verbaut war, war diese Sattelstütze. Diese S-Work-Sattelstütze, die hat ja deutlichen Federungskomfort, auch wenn es noch nicht viel aussieht, wenn man sich drauf drückt. Die kann man genauso wie diese Pavé-Sattelstütze, die beim Roubaix verbaut wird, komprimieren. Das ist sehr angenehm. Aber kommen wir vielleicht nochmal zu den Details jetzt von dem Rad. Dann wird sich die Frage auch klären, was ist eigentlich so der große Unterschied. Man sieht schon, man kann hier eine Rahmentasche schön montieren. Allerdings war das eigentlich nicht ganz möglich. Ich habe hier nochmal ein bisschen Adapter gebastelt, dass diese hintere Flasche und auch die vordere ein bisschen tiefer im Rahmen sitzt. Man sieht, die sitzt jetzt sehr nah hier beieinander. Deswegen habe ich jetzt oben den Platz gewonnen, dass auch wirklich diese Halbrahmentasche hier reinpasst. Das ist dieses Modell von Specialized, das Bora Bora mit 8 Liter in dem Fall. Das ist Rahmengröße 58, also relativ groß. Da passt also wirklich die größte Tasche rein. Was ich jetzt hier hinten noch drauf habe, wir hatten ein extra Video zugemacht, das ist dieses Aeropack X von Teilfin, das stelle ich jetzt hier nicht mehr vor. Aber so in diesem Setup kann man wirklich sehr schön eine Tour fahren, auch eine Mehrtagestour, wenn man
bereit ist, halt mit sehr minimalistischem Gepäck unterwegs zu sein. Aber das geht sehr gut. Also, um jetzt die Frage zu beantworten, wenn man ein Rad möchte, wo man mehr Offroad unterwegs ist oder die Chance hat, auch mal wirklich eine schlechte Straße zu fahren, vielleicht auch mal wirklich eine Schotterstraße, würde ich eindeutig sagen, ja, das Diverge ist das richtige Modell. Zum Unterschied zwischen dem aktuellen Modell und diesen etwas älteren komme ich zum Schluss noch. Aber ich würde sagen, dann ist definitiv dieses Rad die bessere Wahl, weil es einfach mehr Offroad-tauglich ist. Das Roubaix ist ein Rennrad für die Straße, halt auch für schlechte Straßen. Beim aktuellen Modell, was wir auch getestet haben auf Gran Canaria, das Modell von 2020, da kann man auch immerhin 33 mm Reifen reinbringen, was ordentlich ist. Es hat schon vorne dieses Future Shock System, das man sogar blockieren kann, wenn man die noch teurere Variante nimmt. Und es hat auch diese Möglichkeit, eine relativ komfortable Sattelstütze zu montieren, beziehungsweise die ist schon dabei. Also, die Frage für mich ganz eindeutig, wer sagt, ich möchte Offroad fahren, das Diverge. Das Roubaix ist einfach mehr das Rennrad. Jetzt wurde hier gefragt wegen der Gangschaltung. Also Di2, Ultegra oder eben nicht, war hier die Frage. Ultegra RX Schaltwerk, ja, also genau das Modell sind wir ja gefahren. Das war das Roubaix Comp, das hatte eben dieses RX-Schaltwerk, sprich, das ist ein anderes Schaltwerk als dieses hier. Das ist noch ein klassisches Rennradschaltwerk. Das andere hat so einen Mechanismus drin, dass es nicht so schlackert, wenn man auf schlechten Untergrund fährt. Hat sich sehr bezahlt gemacht, fand ich super zum Fahren. Würde ich auch, wenn ich die Wahl hätte, auf jeden Fall verwenden. Ja, elektronische Schaltung, ja oder nein, probiert haben wir's. Auch die Dura-S Di2 bin ich schon Probe gefahren. Fährt sich super, schaltet sich perfekt. Das macht richtig Spaß. Und wenn man sehr viel und sehr lange fährt, ist es definitiv noch mal leichter zu schalten als die mechanische Variante. Ich persönlich würde es allerdings nicht verwenden, wenn ich jetzt sage, ich fahre eine richtig lange Tour und bin vielleicht mal unabhängig von der Steckdose auch mal für ein paar Tage, kann nichts laden. Also persönlich habe ich keine Langzeiterfahrung gemacht, das waren immer nur Tagestouren mit der elektronischen Schaltung, deswegen da kann ich nichts zu sagen, wie lange der Akku wirklich hält. Er soll sehr lange halten, habe ich mir sagen lassen, also mehrere hundert Kilometer auf jeden Fall. Bloß laden muss man es halt irgendwann. Ich persönlich bin eher da faul in der Hinsicht und sage, ich möchte mir keine Gedanken darüber machen, ist die Schaltung geladen oder nicht, sie soll einfach funktionieren. Bei der mechanischen ist das kein Thema. Vom Kraftaufwand muss ich sagen, ja, die elektronische geht noch präziser, sie geht noch leichter als die mechanische. Allerdings ist die inzwischen so gut, die mechanische, dass ich mir sage, muss ich jetzt so viel mehr Geld investieren in die elektronische? Ich glaube, ich würde persönlich noch ein, zwei Jahre warten, bis die vielleicht den Preis mal ein bisschen fällt. Und dann könnte ich es mir schon eher vorstellen. Jetzt persönlich wäre es mir zu teuer. Okay, nächste Frage. Jo, welche Variante würdet ihr verwenden? Also jetzt geht es um das Rahmenmaterial Alu versus Carbon. Tja, das ist natürlich auch wie mal so eine Geschmackssache und eine Preisfrage logischerweise. Das Modell, was wir hier sehen, das Diverge von 2015 in der Comp-Variante, hat einen Alu-Rahmen und eine Carbon-Gabel. Und das hat noch diese Zerzeinsätze, die sollen vibrationsdämpfend sein, also sprich an der Gabel und hier hinten, diese Sitzstreben. Spürt man das? Persönlich würde ich sagen, ja, wenn man sich's einbildet, vielleicht spürt man es. Also es ist minimal, minimal würde ich sagen. Es kann sein, dass es ein bisschen was ausmacht. Was man definitiv spürt, ist diese Sattelstütze, die ist wirklich top. Die würde ich mir auch nachrüsten, wenn ich sie nicht habe am Rad, weil sie einfach richtig den Komfort fördert. 15 mm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sogar 20 soll man haben können. Also bei der aktuellen Pavé-Sattelstütze beim Roubaix sagt Specialized 20 mm. Ich habe es nicht nachgemessen. Wir sind auf schlechten Wegen gefahren, es war super. Also das ist echt top, genauso wie Lenkkopffederung. Das wäre quasi jetzt gleich bei den aktuellen Diverge-Modellen. Die haben ja jeweils, also zumindest bei den etwas teureren Modellen, diese Lenkkopffederung und eine federnde Sattelstütze. Da würde ich auf keinen Fall mehr drauf verzichten wollen. Ist wirklich fein. Ob Alu oder Carbon? Frage des Geldbeutels natürlich. Klar, Carbon ist nochmal etwas steifer. Es fährt sich ein bisschen anders, hat ein bisschen anderen Klang. Ich würde nicht sagen, dass das eine Modell jetzt wirklich besser ist als das andere. Das Carbon ist ein bisschen leichter, aber es ist kein Riesenunterschied. Also ob man bereit ist, dafür so viel mehr Geld auszugeben, muss jeder für sich selbst entscheiden. Beide Modelle sind aber jedenfalls von der Geometrie her super. Ja, die Frage kann ich jetzt schlecht beantworten. Könnt ihr einen Händler empfehlen? Klar können wir einen Händler empfehlen.
Aber wir sind kein Händler und wir sind ja auch kein Vertrieb. Also die Frage würde ich jetzt einfach sagen, such dir einen Händler deines Vertrauens, der irgendwie vor Ort ist. Das wäre mir persönlich sehr wichtig oder ist uns beiden auch persönlich wichtig. Wenn irgendwas am Rad ist, kannst du dein Rad da hinschieben. Das ist halt anders als beim Versandhändler. Und dann wird es eingestellt oder was repariert. Also wir haben mit unserem Händler da gute Erfahrungen gemacht. Die sind sehr kulant gewesen, wenn was nicht funktioniert hat. Und ja, dann muss man eben nicht das Fahrrad irgendwie verpacken oder verschicken. Das finde ich auf jeden Fall besser. Ja, jetzt abschließend Roubaix oder Diverge. Ich würde sagen, also das Diverge ist ganz klar ein Gravelbike, egal ob in der Variante von 2015 oder das ganz aktuelle. Es ist einfach ein Rad, das auch fürs Gelände gedacht ist, zumindest fürs leichte Gelände. Das aktuelle Modell von 2021, konnte mich mal kurz draufsetzen und eine Runde fahren, war super spaßig. Ist nochmal anders, ein bisschen von der Geometrie her, etwas träger vom Lenkverhalten, minimal. Und man kann vor allem richtig fette Reifen montieren. Allerdings hat es wieder den Nachteil, wenn ich fette Reifen montiere, es rollt langsamer auf der Straße. Also das muss man einfach wissen, was man will. Will ich ein Rad fürs Gelände, dann ist das Diverge auf jeden Fall was. Will ich ein Rad, was ein bisschen Offroad-tauglich ist, aber schon mehr straßenorientiert ist, dann ist diese Variante von 2015 aus meiner Sicht sogar besser als die aktuelle Variante. Will ich hingegen Richtung Offroad mehr gehen, Feldwege, Waldwege, also auch was Schotter anbelangt, ein bisschen mehr fahren, dann ist das aktuelle Diverge wieder besser. Kommen wir zurück. Letzte Frage war, ja, Roubaix. Roubaix ist einfach ein Performance-Rad, ein Rennrad. Das will es auch sein. Das ist kein Offroad-Rad, das ist ein Rennrad, das auf der Straße gefahren werden will, wo man aber auch mal schlechteren Asphalt fahren kann. Aber das ist für mich auch der Unterschied. Es ist für Asphalt gebaut und nicht fürs Gelände. Der Rahmen ist etwas leichter, die ganzen Anbauteile sind etwas leichter, während es beim Diverge schon mehr Richtung Offroad geht. Ich würde sagen, jetzt haben wir ganz lange drüber gesprochen. Ich hoffe, das war jetzt ein interessanter Beitrag und beantwortet die Fragen aus der E-Mail. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir jetzt nach Hause kommen, bevor die Sonne untergeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Servus.